Wieder. Bambus, so weit das Auge reicht. Das wären super Pogo-Stäbe. Hallo, werter Dichter. Stiller Teich. Nein, das funktioniert noch nicht. Dunkler Teich. Entschuldigung, bist du Dichter? Bin ich Dichter? Ein Dichter braucht Inspiration und diese will nicht mein sein. Sie brach mein Herz stattdessen. Mein Name wird verblassen und vergessen werden, wie meine Worte. Und die Tinte auf meinem Papier. Was machst du denn hier? Dunkles Wasser ist alles, was ich sehen kann. Dunkles, dunkles Wasser. Okay. Wo ist dieses Inspirationsding denn hingegangen? Diese Teufelskreatur. Sie hat mich ausgenutzt. Ein wahrer Fuchs. Ich war ein Narr, zu glauben, dass sie und ich uns gleichen. Fuchsherzen sind gebrochen und voller Pein. Die Pein wird zur List. Und Fuchslist bricht ein jedes Menschenherz. Brauchst du eine neue Inspiration oder sowas? Ich brauche Inspiration. Doch mein Geist liegt leer und unbewegt vor mir wie dieser Teich. Nichts rührt sich hier. Und so unbewegt ist auch meine Fantasie. Wie steht es mit diesem äußerst grünen Gras? Ist das nicht, cool? Deine Worte sind so leer wie meine. Sag nicht, ich hab's nicht versucht. Nee, echt nicht. Ich verstehe nicht, warum dieser Dichter es so interessant findet, den Teich anzustarren. Da ist doch gar nichts drin. Nichts. Da ist wohl nichts, was wachsen will. Nichts. Da ist wohl nichts, was wachsen will. Die Füchse dieses Landes verfügen über die Fähigkeit, das Auge anderer zu überlisten. Ein faszinierender Zauber. Klingt jedenfalls interessant. Oh. Entschuldigung. Brauchst du eine neue Inspiration oder sowas? Ich brauche Inspiration. Doch mein Geist liegt leer und unbewegt vor mir wie dieser Teich. Nichts rührt sich hier. Und so unbewegt ist auch meine Fantasie. Wie steht es mit gar nichts? Ist das nicht, mental? Deine Worte sind so leer wie meine. Sag nicht, ich hab's nicht versucht. Warte, wir versuchen mal die Schritte. Brauchst du doch mein Geist nicht. Wie steht es mit dem Stein da drüben? Ist der nicht, spannend? Deine Worte sind so leer wie meine. Sag nicht, ich hab's nicht versucht. Welcher Stein? Oh, ganz schön hohe Berge. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich eigentlich bin. Sind das vielleicht die Alpen? Keine Ahnung. Was machst du denn hier? Dunkles Wasser ist alles, was ich sehen kann. Dunkles, dunkles Wasser. Dunkles Wasser, das heißt, ich muss gucken, dass ich das irgendwie aufhelle. Bis später. Ich brauche Inspiration. Ist das ein Frosch, den ich da höre? Ein Frosch. Aha, nein. Meine Inspiration schwindet wieder dahin.
ja, ich habe es. Alter Teich, der Frosch erspringt. Klang des Wassers. Oh, das ist perfekt. Basho, du alter Dummkopf, du hast es doch noch in dir. Herr Dichter? Der Sprung des Frosches, wie sich das Wasser teilt. Indem es Raum freigibt, das Leichte überwindet das Schwere. So wohl auch mein Herz. Der Sprung wie... Okay. Indem es Raum freigibt, das Leichte überwindet das Schwere. So wohl auch mein Herz. Okay. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Ist denn noch irgendwas, was ich hier machen kann? Etwas Ablenkung tut vielleicht gut. Neues Spiel, neues Glück. So, mal davon habe ich zwei, davon zwei. Ich versuche mal die Beere. Die Karte hast du ganz bestimmt. Na, warte. Okay. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Wähle eine Karte. Die Karte, die hast du bestimmt. Ja, das war Absicht. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Karte hast du ganz bestimmt. Wunderbar. Mal sehen, welche Karte du da hast. Die Karte, die hast du bestimmt. Wunderbar. Quartett. Mal sehen, welche Karte du da hast. Vielleicht hat er die jetzt doch. Die Karte hast du ganz bestimmt. Nein, schon wieder nicht? Schade. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Diese Karte ist leider futsch. Jetzt fragt er bestimmt nach der 2. Gegner fragt nach Karte. Sag ich doch. Schade. Jetzt hat er ein Quartett. Och nee. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Karte hast du ganz bestimmt. Gut gespielt. Mal sehen, welche Karte du da hast. Die Karte, die hast du bestimmt. Sehr schön. Mal sehen. Die Karte hast du ganz bestimmt. Mal sehen. Karte hast du ganz bestimmt. Ach, das hätte ich wissen können. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Na, warte. Gegner fragt nach Karte. War klar. Das war meine Lieblingskarte. Gegner fragt nach Karte. Diese Karte ist leider futsch. Gegner fragt nach Karte. Schade. Ach, Mist. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe.
Die Karte, die hast du bestimmt. Ja, das war Absicht. Karte aufnehmen. Jetzt habe ich die Gegner in der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Oh, doch. Wie machen die das nur immer? Gegner fragt nach Karte. Oh, das war meine Lieblingskarte. Das verliere ich natürlich. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Nee, warte mal, ich hab's mal eine andere sehen, Idee. Welche Karte du da hast. Die Karte hast du ganz bestimmt. Wunderbar. Mal sehen. Die Karte, die hast du bestimmt. Wunderbar. Mal sehen. Die Karte hast du ganz bestimmt. Sehr gut. Quartett. Mal sehen, welche Karte du da hast. Die Karte, die hast du bestimmt. Sehr schön. Mal sehen, welche Karte du da hast. Die Karte hast du ganz bestimmt. Wunderbar. Mal sehen, welche Karte du da hast. Die Karte hast du ganz bestimmt. Sehr gut. Schon wieder ein Quartett. Mal sehen. Die Karte, die hast du bestimmt. Ja, das war Absicht. Karte aufnehmen. Na gut. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Wie machen die das nur immer? Ich wusste es. Gegner fragt nach Karte. Wie machen die das nur immer? Ich hätte nach der Bär sollen. Gegner fragt nach Karte. Oh, das war meine Lieblingskarte. Gegner fragt nach Karte. Gegner fragt nach Karte. Nehm nur, die wollte ich eh nicht haben. Spiel vorbei. Gegner gewinnt. Glück im Spiel. Pech in der Liebe. Ja, ich weiß. Ich habe gesehen, was du für den Dichter getan hast. Seine Gedichte sind von großer Schönheit, aber sie entstehen aus einem Schmerz heraus. In dunkelster Nacht, schwarz und kalt, kann man die Sterne am besten sehen. Wusstest du das, Jerry? Darum musste ich ihm das Herz brechen. So ist es immer. Aber du weißt, was es bedeutet, andere glücklich zu machen. Und jetzt will ich dir helfen. Sieh genau hin, Jerry. Ich verstehe. Aber wie mache ich das jetzt? Alles klar. Lass uns zurück nach Mauswald reisen. Glaub mir, dieser Wald ist nichts für dich. Die Füchse hier sind nicht so nett wie ich. Außerdem möchte ich sehen, ob schon jemand Ulis Spezialgebäck probiert hat. Oder ob Plato endlich genug Mut zusammengerafft hat, um mit Anja zu sprechen. Wow, woher weißt du das denn alles? Du wärst überrascht, was man alles mitbekommt, wenn man sich in eine Statue verwandelt. Also warst du es, die mich beobachtet hat. Ich wusste, dass diese ganzen Statuen irgendwie seltsam waren. Ja. Wusste ich's doch. Aber der Fuchs ist süß. Was hat sie denn? Oh nein. Weißt du, wo wir sind? Wer bist du?
hast du gesehen? Verstehst du es schon? Ich? Nein. Ich habe eine Geschichte für dich geschrieben. Sie hilft dir vielleicht besser zu verstehen. Fürchte dich nicht, aber sei vorsichtig. Ich soll die Geschichte lesen? Was das nur alles zu bedeuten hat? Dieser Frage gehe ich nach, Jerry. Der Marquis? Wo sind Sie? Noch immer im Haus des Magens. Du hast den Zauber der Füchse erlernt. Das hast du sehr gut gemacht. Füchse sind schwierig, aber sehr faszinierend, nicht wahr? Ja, aber was soll ich jetzt machen? Im Nordwesten gibt es einen kalten Baum. Er führt ins ewige Eis. Dort wirst du deinen nächsten Zauber finden. Suche nach dem Zugang zum kalten Baum in den Wipfeln im Nordwesten. Reisende, die des Weltenwanderns mächtig sind, sollen sich dort oben niedergelassen haben. Na gut, aber ich würde doch gern bald kurz nach Hause gehen. Darf ich? Hallo? Er hört mich wohl nicht. Oh, das sind doch... Das sieht aus wie... Ich weiß auch nicht, wie das aussieht. Aber es scheint mitten im Baum zu stecken. Das kann nichts Gutes bedeuten. Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Aber jetzt ist der Weg ja frei, ne? Ich frage lieber, bevor ich einfach hereinplatze. Sieht so aus, als ob der Nachtfalter da den Eingang bewacht. Entschuldigung, ich suche nach einem Baumportal. Haben Sie sowas in Ihrem Nest, zu Hause? Und wenn ja, dürfte ich es sehen? Oder durchlaufen? Ist das ein Ja? Einmal blinzeln für Ja. Vielleicht hört er mich ja nicht. Hallo? Herr Motte? Ich hätte da mal eine Frage. Wenn wir Oma besuchen, muss ich auch immer laut sprechen. Und wenn man laut genug schreit, klingt alles wichtig. Keine Nichtflügler. Oh, Entschuldigung. Frau Motte. Bitte was? Nichtflügler. Deine Schwingungen entfremden den Ort. Oh, ich weiß nicht, was das heißen soll, aber ich glaube, das ist ein Privatbereich für Insekten. Schade, dass ich keine Flügel habe. Also doch. Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Wow, irgendwas kribbelt bei mir. Des Lichtes groß. Ja, dir auch. Für wahr. Du hast ein wunderbares Flügelpaar. Ach ja? Verzeih, dass ich sie vorher übersah. Wir dachten schon, wir wären die einzigen vernunftbegabten Flügelträger in dieser uns zur Heimat gewordenen Fremde. Ich kann die Flügel fühlen, aber ich glaube, ich bilde sie mir nur ein. Und die Nachtfalterin sieht sie auch. So fühlt es sich also an, wie Kitsune zu sein. Aber was wohl ihre richtige Gestalt ist? Und was sie wohl gerade macht? Ob ich sie bald mal wiedersehe? Du stehst mit dir selbst im Dialog, Einheimischer. Priesterin Phosphora wartet im Tempel. Sie wird sich freuen, einen einheimischen Nachtfalter
Statthalter begrüßen zu dürfen. Okay, ich lauf dann mal durch, okay? So folge dem Weg, der dir gewiesen, so wie auch wir es tun. Okay, dann mach ich das. Ist das kalt hier? Oh, das muss die Priesterin Phosphera sein. Summ? Was für ein Geräusch machen Motten überhaupt? Schöne Nacht heute, nicht? Meine Augenfacetten täuschen sie, geht dort ein Nachtfalter? Genau. Vespera hat dich eingelassen, aber es geht ihr gut. Es liegt in der Luft. Du musst ein wohlgesinnter Nachtfalter sein. Das bin ich. Für einen Moment hatte ich befürchtet, der Zauber würde nur bei einer Motte auf einmal wirken. Von wo kommst du? Unsere Gemeinschaft? Bist du nicht angehörig? Zudem deine Maske. Du trägst sie nicht. Ja, ich bin von ganz weit weg. Sei uns willkommen. Doch wisse, nur die Not hält uns noch an diesem kalten Ort. Da ist Erde in diesem Topf, aber keine Pflanze. Nur ein seltsamer Stein, den jemand... Oh, mein Fehler. Das war mal eine Pflanze. Ist das jemand von euch? Ein Abbild unserer hohen Priesterin. Sie sieht sehr hübsch aus, wie der Mondschein. So war sie immer. Und sie wird es wieder sein, wenn sie erst geschlüpft ist. Woher wisst ihr das, wenn sie doch noch in dem Ei ist? Sie kommt und geht wie das Mondlicht. Wir kennen sie und bald kommt wieder ihre Zeit. Obwohl, das ist ja eine Statue, ne? Da kann ich ja... Keine Antwort. Vielleicht ist die gar nicht aus Stein. Vielleicht ist es ja eine Pflanze. Nichts. Da ist wohl nichts, was wachsen will. Oh Mann, ist das kalt hier. Hier schneit es sogar ein bisschen. Wahrscheinlich war Platos Fahrrad deshalb unten in der Pfütze festgefroren. Die Kälte scheint direkt aus dem Baum zu kommen. Was für eine Sekt. Da steckt ein kleines Stab. Ich ganz als. Also so wie. Ein Büschel Flachs. Vielleicht ein Staubwedel. Ich leih mir den mal aus. Oh. Was ist denn das da? Das ist der graue Berg, wo die Krähen hausen und nach Nahrung suchen. Das sieht aus wie eine Müllhalde. Flügellose Wesen haben ihn herangetragen. Und dem Berg folgten die Krähen. Das da alles hingekippt? Das riecht man ja bis hierher. Der schwere Dunst steigt ins Gefieder. Ihre Schnäbel hacken tiefer und tiefer in den Kram. Ihre Worte werden lauter und leerer. Du meinst, die Krähen greifen Mauswald an, weil dieser Müllberg sie verrückt macht? Glaubst du, dass die Krähen verschwinden würden? Selbst alle Befunde dieses Waldes vermögen es nicht.
versetzen. Und auch du nicht. Ich frage mich schon lange, wer ganze Berge versetzen kann. Kann so jemand uns hören? Kann so jemand uns sehen? Ich hoffe fast, sie können es nicht. Warum denn? Weil ich mir keine größere Gefahr vorstellen kann, als jemanden, der um all dies weiß und nichts tut. Okay. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Wer ist der Bau? Ist das jemand von euch? Ein Abbild unserer Hohepriesterin. Sie sieht sehr hübsch aus, wie der Mondschein. So war sie immer. Und sie wird es wieder sein, wenn sie erst geschlüpft ist. Woher wisst ihr das, wenn sie doch noch in dem Ei ist? Sie kommt und geht wie das Mondlicht. Wir kennen sie und bald kommt wieder ihre Zeit. Habt ihr hier ein Portal, das ich benutzen kann? Die Kälte an jenem Baum bricht in der Tat aus einer anderen Welt hervor. Nunmehr vermag nur das warme Licht unserer Hohepriesterin, die in meinen Armen ruht, diese erkaltete Verbindung zu öffnen. Doch ihr Licht ist schwach. Sie weiß, dass wir bald aufbrechen müssen. Doch ohne Nahrung besteht wenig Hoffnung, dass sie je fern von hier aus ihrer Schale bricht. Was braucht ihr denn als Wegproviant? Blumensamen. Blumensamen? Das kann ja nicht so schwer sein. Seid ihr die einzigen beiden, die hier leben? Einst waren wir viele. Wir labten uns am Nektar, dem Licht des Mondes, unseren Legenden und der Schönheit der Düfte. Doch die graue Flut kam über eine Welt, in der wir lebten. Die Kälte über eine andere. Ihr seid also nach Mauswald geflohen? Dieser Ort ist voll mit Vibration des alten Lebenslichts. So haben wir einen Tempel für die Kraft, die wir brauchen, errichtet. Doch der graue Berg am Horizont kündet vom Unheil für diese Welt. Wieso tragt ihr solche Masken? Wie der Mond verdecken wir unsere Züge. Denn nur durch das in sich kehren kann man seinen Geist erneut verpuppen. Sie symbolisiert die Abkehr von der Welt und die Zukehr zum inneren Licht. Okay. Wo ist der Rest von euch? Wo ist der Rest von euch? Angelockt vom grauen Berg, von Gestank und Krankheit, kamen die Krähen. Es wurden zu viele. Und das Ungute in dem, was sie aßen, das in ihre Federn sank, ließ sie ganz sich selbst vergessen. Unsere Flügel ähneln der Rinde der Bäume, doch sie sind lange nicht so hart. Lass uns das Thema wechseln. Was bewachst du da so aufmerksam? Es ist der letzte Lichtstrahl. Wir sind die letzten Nonnen der Mondlichtgemeinde. Und wir erwarten die Ankunft unserer Hohepriesterin, die unter einem guten Stern gelegt worden ist. Die lichterfüllteste Nachtfalter unseres Kreises zeugten sie. Wir werden es Mondschein nennen. Mondschein? Schöner Name. War nett mit dir zu reden, aber ich muss da mal andere Insektensachen machen. Kehre zurück, wann es dir gelingt. Aber warte nicht zu lang.
Von überall kommen Lichter, die blenden und uns von hier fortziehen. Hey, warte mal. Maschine läuft wieder. Warte mal, ich muss eben mal speichern. Dass ich hier irgendwie...